Ich bin der Flemur Shah, nehmen wir den Samstag, den 20. November 2021. Wir gehen das mal von Pi 2 bis 2 Pi, das heisst ein Viertel. Wir starten bei einem Viertel von einem Kreis und gehen dann bis zurück zum Ursprung. Also wir starten hier, nicht hier. Da ist 0. Die Distanz zum Mittelpunkt ist 1. Startet hier oben Pi Zweitel. Warum weiss ich, dass hier oben Pi Zweitel ist? Weil eine ganze Umrundung 2 Pi ist, dann ist eine halbe Umrundung Pi. Und dann muss hier oben die Hälfte von Pi sein. Also wir können auch sagen, das ist, ja, wenn das einem nicht passt, können wir das auch einteilen in 1 Viertel Pi. Nein, jetzt, das stimmt aber nicht. Wir gehen hier hin. Wir müssen jetzt das aufteilen. 2 Pi ein Viertel von... Ah. Ich kann sagen, das ist ein Viertel von 2 Pi. Und das ist dann wieder ein Zweitel Pi. Also wir könnten das so aufteilt, dass wir sagen, hier haben wir 2 Viertel Pi. Dann haben wir hier eine 4 geteilt durch 4 Pi. Und hier haben wir 6 Viertel Pi. Dann ist hier eine 8 Viertel Pi. Also würden wir dann wie in eine Achtel aufteilen. Dass man sagt, wir haben... Das kommt aufs Gleiche raus. Nein, das ist keine bessere Darstellungsweise. Gar nicht. Ich könnte einfach zeigen, wir nehmen hier ein Viertel, zwei Viertel und drei Viertel von 2 Pi jeweils. Dann denkt man sich einfach 2 Pi als Zahl 6,28. Und dann kann man sich mit 1 Viertel, 2 Viertel, 3 Viertel, 4 Viertel besser orientieren. Ich denke, das werde ich. Das muss ich mir fast ein bisschen so vorstellen, auch, dass man mit Viertel schafft. Weil so das Pi-Zweitel, ich habe das Gefühl, das ist auch etwas, wo, wenn sonst das Thema, sagen wir mal, schwierig ist, in Anführungs- und Schlusszeichen, wenn man dann noch. Irgendwie so, dass. Also, Pi Zweitel ist für mich so fast ein bisschen orientierungslos. Also, ich kann mich. Wenn ich so etwas lerne, dann wünsche ich mir schon, dass ich. Wenn man etwas Neues lernt, will man nicht, dass man nie einen Halt hat, sondern man wünscht sich, dass man vielleicht 90% von dem, was man schon kennt, sich irgendwie kann festhalten kann. Man braucht ja ab und zu auch. Wenn man etwas präsentiert, gibt es so Methoden, dass man zum Beispiel etwas festhält in den Händen, einfach damit die Hände nicht frei umschwirren. Und auch hier, also wenn man ein neues Thema lernt, zum Beispiel jetzt der Kreis, die Trigonometrie, die drei Ecken, und dann noch die Zahl Pi ist drinnen, und dann ist es vielleicht gar nicht einmal so schlecht oder verkehrt, wenn man den Kreis in Viertelabschnitt teilen. Also, dass wir sagen, am Anfang haben wir 0, dann haben wir oben ein Viertel, 2 Viertel und unten 3 Viertel und dann sind wir bei 4 Viertel. Und 4 Viertel, ein Viertel von was? Von eben 6,28. Und dass man sich eigentlich sozusagen zuerst die Zahl 6,28 merkt und einfach herausfindet, das ist irgendwie eine spezielle Zahl noch. Und dann von 6,28 runtergeht auf, was ist eigentlich die Zahl 6,28? Wir könnten ja, anstatt dass wir zum Beispiel Zahl, wir können ja einfach sagen, wir definieren die Zahl Pi mit 3,14 und was kommt noch? P, Q. Und die Zahl Qi als 6,28. Und dann hätten wir hier wie ein neues Zeichen. Anstatt Pi würden wir halt Qi nehmen. Und mit dem nachher arbeiten. Und dann haben wir
0, ein Viertel Key, 2 Viertel Key, 3 Viertel Key, 4 Viertel Key. Und dann sind wir schon eins rundherum und irgendwie klappt das dann auch einfacher zu merken wahrscheinlich. Jetzt muss ich auch schauen, warum hat man... Wieso sagt man, der Kreis ist 2x3,14 der Umfang ist 2x3,14 lang. Man könnte auch einfach sagen, der Kreis ist 6,28 lang. Ich denke, das würde schon... Oder wenn man zum Beispiel das Thema einführt, dass man sagt, look, eigentlich gibt es Pi, aber wir starten mit Chi. Und dann gehen wir zurück nachher auf Pi. Wenn wir uns mit Chi genug wohlfühlen, dann gehen wir auf Pi über. Einfach so, das kann auch zum Beispiel eine interessante Lernmethode sein. Einfach, ich denke, das hilft auch am Verständnis, was ein Variablen ist oder was ein... Dass man das einfach beliebig ersetzen kann. Und warum sich das Erlernen von Mathematik schwierig machen, wenn man es sich auch einfacher machen könnte. Also werde ich hier mir erlauben, ich sehe das eher als so ein bisschen, das ist zum Beispiel meine persönliche Art. Ich meine, man ist ja nie ganz objektiv. Meine persönliche Art, wenn ich Mathe würde beibringen. Ich würde jetzt hier aus Pi, würde ich hier machen, sagen wir 2Pi, würde ich neu definieren als 1 Key und dann irgendwie ein Q, irgendwie ein spezielles Zeichen, muss man noch ein Zeichen überlegen. Vielleicht auch so etwas Geschwungenes drin. Dass man anstatt Pi mit 2 gerade Linien drauf, vielleicht Pi unten mit einem Kreis zeichnet. Wir wissen, beim Key, da gehen wir eins rundherum und dann haben wir noch so wie die Schlaufe von einer Schnur, die noch übrig bleiben. Wir haben irgendwie 10 Meter Schnur genommen und sind mit einer Meter Distanz vom Kreis, vom Mittelpunkt rundherum gelaufen und dann am Schluss haben wir die Schnur dort irgendwie so wie befestigt und nach dem Befestigen dort markiert und darum hat es nachher das Zeichen Key gegeben und das ist halt 2x Pi. Ich denke, nachher ist auch das Verständnis eher da. Oder weniger fehleranfällig. Ja, dass wir sagen, hier 2 Pi. 2π, das ist jetzt per Definition von mir selber da 1 Key. Oder dann fange ich so an, dass ich zuerst das Pi-Zeichen starte und dann und einfach den Kreis mache. Dann würden wir sagen, wir haben hier einen Kreis, da ist 0, da ist ein Viertel Key, da ist 2 Viertel von einem Key. Da haben wir 3 Viertel von einem Key. Und vielleicht ist das auch nicht die richtige Herangehensweise, aber... Ich denke, wenn man das so anschaut und wenn man sich wirklich die Mühe macht, das so anzuschauen, dann auf einmal merkt man, ah, das ist gar nicht so... so ein grosses... so gar nicht so kompliziert. Also wenn man da oben irgendwie so ein Pi-Zweitel hat und wieso ist jetzt Pi-Zweitel bei 25% oben bei 90 Grad bin und ein Viertel von einem Kreis und wieso ist 3 Viertel, da unten ist eigentlich, normalerweise steht da 3 Zweitel Pi. Ich meine, das ist für mich so, wenn ich an 3 Zweitel denke, dann denke ich nicht an 3 Viertel. Für mich ist einfach visuell gesehen, der Kreis, wenn wir da unten sind, dann sind wir bei 75%. 75% ist für mich 3 Viertel. Und wenn man dann aber, wenn man vom Kreis redet, von 2 Drittel, von 3 Zweitel redet, auch wenn es darum geht, dass halt der ganze Kreis 2Pi ist, dann besteht da schon gar die Gefahr, dass ich am Schluss schon sogar mit Prozent rechnen muss. Dass ich mir plötzlich sage, ein 3 Zweitel ist jetzt das irgendwie 75%. Ist jetzt das ein 3 Viertel. Auch das gibt es, dass man beim... Wenn man etwas Neues erlernt, dass man vorherig... Dass einem verwirren kann, was man vorher sogar gelernt hat. Dass man einfach sogar Verwirrung für andere Themen stiftet. Ja. Wichtig ist, wenn man einen festen Halt hat und dann geht man... Mit der anderen Hand schauen, ja, zum Beispiel wenn man irgendwie, keine Ahnung,
wenn man gut klettern ist, weiss man, es ist noch gut, wenn man irgendwie beide Füße in einer Hand zumindest halt hat und mit der anderen Hand vielleicht schaut, wo es durchgeht. Und nicht irgendwie, sagen wir nur, auf einer Hand halt hat und mit Füßen und Händen sucht, wo es durchgeht. Und Ähnliches, um das jetzt ein bisschen die Lernmethodik hineinzugehen. Aber das ist jetzt ein anderes Thema. Jetzt bin ich da ein bisschen abgeschweift. Aber das ist schon gut, das ist nicht schlimm. Das ist auch die Art und Weise, wie ich mir zum Beispiel meine Lernmethoden versuche, immer weiterzuentwickeln. Oder das auch in der Vergangenheit gemacht habe. Ich meine, ich habe sehr viel. Neben der Ausbildung habe ich auch privat versucht, Themen zu lernen, wo ich lernen will. Und ich habe viel geschafft. Also ist für mich immer wichtig, dass ich so effizient wie möglich lerne. Das ist mir immer wichtig. Damit halt den Zeiteinsatz verringern kann fürs Lernen. Damit ich nachher mag. Da haben wir also f von x nach x integriert. Pi zweitel bis 2pi. Cosinus x von x. Die Stammfunktion von pi zweitel bis 2pi. Da setzen wir 2pi ein, dann haben wir die Stammfunktion an der Stelle 2pi minus die Stammfunktion an der Stelle pi zweitel. Und das ist dann Sinus von 2pi minus Sinus von pi zweitel. Und jetzt schauen wir schnell, wo ist da die vertikale Distanz zum Mittelpunkt. Bei 2pi sind wir eigentlich rundum. 1 Chi. Die vertikale Distanz ist dann 0. Also Sinus von 2pi ist gleich 0. Wir schreiben uns das nicht auf. Minus, und dann haben wir da noch Sinus von pi zweitel. Was ist nochmal pi zweitel? Das ist jetzt halt eben. Jetzt muss man es nochmal überlegen. Eins rundum ist 2pi, dann ist die Hälfte pi. Und dann ist pi zweitel oben. Drum Chi viertel, dann muss ich das gar nicht mehr einzeichnen. Dann weiss ich, das ist Chi viertel. Chi ist eigentlich um den Kreis herum. Und Viertel ist eigentlich 25% und fertig. Und dann bin ich genau dort, wo ich sein will, ohne die ganze. Und das Ganze rundherum. Dann wüsste ich, da oben ist Chi viertel. Und Chi übersetzt sich als, per Definition ist Chi nicht anders als 2pi. Und dann ist 2pi viertel. Und dann haben wir da ein Zweitel Pi. Dann sind wir da bei Pi Zweitel, wenn man es dann in Pi wieder zurück umwandeln will. Chi ist gar nicht so schlecht. Vielleicht muss jetzt das vom Q inspiriert sein, von dem hier. Dass man dann einfach sagt, wir machen hier wie Pi und dann machen wir hier das Zeichen, Chi, also der Bereich hier und das vom Pi, also das vom Q, der Kreis vom Q und das Geschweifte vom Pi. Und dann irgendwie haben wir noch das Kreiszeichen und dann Chi, K wie Kreis, obwohl es eigentlich mit Q, sich vom Q inspiriert, einfach dünn. Spielt dann keine Rolle, wie man es nennt. Und Pi zweitel, wie groß ist der Sinus? Der Sinus ist der 1. Dann nehmen wir 0 minus 1 und das ist minus 1. Nettofläche gleich minus 1. Und jetzt, wo sind wir eigentlich da nochmal? Jetzt gehen wir bei Pi zweitel. Jetzt habe ich vorhin die Stammfunktion nicht mehr angezogen, aber Pi zweitel bis 2pi, das ist da oben. Da sieht man es schon direkt. 2pi, wir sehen, das ist 0, Höhe 0. Und Pi zweitel. Da merken wir auch, da sind wir bei Höhe 1 und der Integral von Pi zweitel da unten. Bis über zu
2π. Da unten. Das ist dann 0 minus 1 minus 1. Nettofläche ist minus 1. Was heisst das wieder? Das heisst, die Fläche unterhalb der x-Achse ist grösser als die oberhalb. Das kann bedeuten, dass wir nur unten dran eine Fläche haben, von 1. Darum haben wir dann hier als Zahl minus 1. Das ist nicht die Fläche insgesamt oben 0 und unten Betragszeichen von dem, was unten dran ist, minus 1, dann haben wir dann 1. Oder wir können unten dran zum Beispiel eine Fläche von 20 haben und oben 19. Da ist der Unterschied unten etwas grösser als oben. Auch hier, die Integrale liefert dann hier 19 plus minus 20 und das gibt dann minus 1. Aber der Flächeninhalt selber, der ist 19 plus Betrag von minus 20. Also unter Flächeninhalt 20, oben 19, dann ist der Flächeninhalt 39. Das ist die Aussage. Und jetzt auch hier wieder. Wie rechnen wir das aus? Wir nennen da mal nur den Integral von 3 Zweitel Pi, also nur der Bereich, der oberhalb ist von von der x-Achse. Dann nehmen wir die Stammfunktion und erstellen 3 Zweitel Pi bis 2 Pi. Was ist die Stammfunktion? Dann erstellen 2 Pi minus Stammfunktion und erstellen 3 Zweitel Pi. 2 Pi, da sind wir bei 1. Nein, da sind wir bei 0 oben. Können Sie jetzt bei 3 Zeichen, ich mache es nicht, ich gehe jetzt so einfach die Zeichnung drin. Und da wird minus 1, das heisst 0 minus minus 1. Ja, das ist da Kosinusfunktion, dass wir das einfach... Nein, Sinusfunktion. Dann haben wir dann 0 plus 1. Jetzt wissen wir den Flächeninhalt. Da oben ist 1. Und hier unten wissen wir es nicht, aber wir wissen, dass hier unten, also die unbekannte Fläche, plus 1, das gibt zusammen eine Nettofläche von minus 1, haben wir gesagt, oben. Also ist die unbekannte Fläche gleich auf beiden Seiten minus 1 und dann haben wir dann 1 minus 1, also minus 2. Dann haben wir hier unten eine Nettofläche, einen Flächeninhalt von 2. Der Integral liefert uns minus 2 und der Flächeninhalt ist also minus 2 in Betragszeichen oder das Minus vor einer setzen. Plus 1, das gibt dann 2 plus 1 und das ist ein Flächeninhalt von 3.